Also auch ein bisschen gut, wenn da warme Teerunde kommt. Ja, und sorry, falls man es zu stark hier am Headset-Bügel hören tut. Es gibt natürlich, klar, es gibt glaube ich auch irgendwo eine Taste, wo man sich muten kann, aber davon halte ich nicht viel. Ja, denn ich bin schließlich auch nur ein Mensch und wenn ich halt dann, wenn es mir halt dann nicht so gut geht, ich muss dauernd husten, niesen, dann ist das so. Ja, wenigstens erfahrt ihr dann, dass ich noch ein Mensch bin und nicht ein Roboter, der irgendwie hier die Let's Plays produziert. Soll es ja auch geben, angeblich. Ne? Deswegen angeblich in Anführungsstriche, ne? Oder Gänsefüßchen, wie man es früher in der Grundschule gesagt hat. Ja, hier ein bisschen jetzt aufpassen. Ja, wir nutzen natürlich die ganze Breite der dreispurigen Autobahn hier. Warum auch nicht? Wenn eh keiner vor uns ist, dann nutzen wir es auch mal ganz schamlos aus. Ja, ich hatte dann jetzt zum ersten Mal auch, bietet bei uns die Uni Kassel Unisport an und ja, da hatte ich jetzt mal so einen in Schnupperkurs reingeschnuppert und zwar in Badminton. Das war schon ja, ziemlich gut. Ja, ganz nette Leute, die auch jetzt nicht rumgemeckert haben, weil ich kann das immer von der Schule noch so. Da wurde immer gerne rumgemeckert, wenn man den Federball nicht getroffen hat mit dem Schläger. Und ja, da war das eben nicht so, weil da war das eben mehr, da war mehr der Spaß im Vordergrund, was ja auch stehen sollte. Man muss ja nicht schließlich nicht wegen jedem bisschen, weil man den Ball nicht getroffen hat, also den Federball nicht getroffen hat, dass man dann gleich rummeckern muss. Auch ganz klar, es soll ja schließlich Spaß machen. Es kann jeden Batman-Wurf passieren, dass er den leichtesten Ball halt mal, wenn man nicht trifft. Also wir haben mit den blauen gespielt, also mit der mittleren Geschwindigkeit. Weil sie sind ja von der Geschwindigkeit abhängig. Es gibt ja grün, blau und rot. Und das eben nach der Geschwindigkeit. Also grün ist am langsamsten, blau ist am mittlersten und rot wäre am schnellsten. Wir hatten blaue. Genau. Also wir hatten früher, glaube ich, so eine grüne gehabt, aber blaue tun es auch. So, und da ist ein Tank von BP, British Petrol. Die haben ja hier sowieso nur Traktoren hier im Angebot. Bilbao, schon wieder Ausfahrt nach Bilbao. Also die ist nicht fertig. Weil ich würde schon sagen, das wäre dann für uns ein bisschen leichter. So, da fährt der Kollege von Lukoil gerade ab. Ja, wir haben auch gerade was von Lukoil hier am Start. Aber wir haben, glaube ich, eine andere Firma im Trailer dran. Ne? Weil da eigentlich Lukoil dran stehen müsste, aber ja, steht halt irgendwas anderes dran. Na, was bremst denn der schon wieder davon ab? Ich weiß auch nicht, die auf der linken Spur fahren aber irgendwie ein bisschen langsamer. Habe ich das Eindruck. Ah gut, jetzt wird's dreispurig. Ach, die fahren ganz schön langsam jetzt. Auf der ganz linken Spur. Das ist ein bisschen seltsam. Weil da sollte man eigentlich am schnellsten fahren.
fahren ja nur die Leute mit ihren dicken Mercedes oder Audi. Sagt man ja immer so schön, nur fliegen ist schöner. Uiui, das war ein bisschen riskant, was wir da gemacht haben. Aber wir haben ja zum Glück auch rechtzeitig ein bisschen abgebremst. Sonst hätte es ganz schön böse enden können. Aber jetzt geht's. Kurz auf die Map gucken, wo wir ungefähr sind. Okay, wir erreichen gleich Madrid oder umfahren Madrid. Ich glaube, einen Auftrag nach Madrid hatten wir, glaube ich, auch im Angebot gehabt. Wenn ich das noch richtig im Kopf hatte. Was hat denn der da drauf? Achso, das sind auch wieder Traktoren oder so ein Digger oder was das wieder ist. Ne? Sieht aus wie Traktoren wieder. Wieder im allerfeinsten Renault-Style. Ah, hier auch wieder. Diesmal allerdings mit einem Volvo, das hört sich schon ein bisschen besser an. Gut, und jetzt kommen wir hier in der Hauptstadt an oder umfahren die Hauptstadt von Spanien, Madrid. Und der Mark hat 7.734 Euro eingefahren. Habe ich schon länger nicht mehr geguckt, aber man muss auch nicht immer zu neugierig sein. So, um den Ring herum. Schlafen müssen wir noch nicht, zum Glück. Jetzt. Ich war schon gerade am Zweifeln dran, ob der Blinker nicht geht. Aber er geht doch. Und da vorne gleich die nächste Ausfahrt heraus Richtung Sevilla und Cordoba. Zack, nehme ich hier raus. Sind wir eigentlich jetzt um Madrid durch? Ja, jetzt sind wir um Madrid durch und fahren weiter Richtung Süden. Weiter in Richtung Süden. Vorher noch einen Schluck wieder trinken.
So. Ja, und dann hoffen, dass bei der nächsten Aufnahme die Halsschmerzen dann noch nicht weg sind. So, wir gehen gleich schon mal nach ganz links, bevor wir gerammt werden wieder. Das ist irgendwie nicht so toll. Ah, hier wieder ein paar Autos unterwegs. Und Windmühlen. Mitten in Spanien. Ja, und wie gesagt, wir sind in Spanien. Wir sind nicht in Holland angekommen. Wieder wird überholt. Wo sind wir jetzt hier? Córdoba. Ausfahrt Córdoba. Und wir fahren weiter nach Malaga. Ne, Sevilla, so. Richtung Sevilla, okay. Alles klar. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen geboostet, so nach dem Motto, bremst bloß. Deswegen das lustige Boosten eben von mir. Und hier ist die nächste Autobahnkreuzung. Weiter Richtung Gibraltar, genau. Weil da müssen wir, das ist ja unsere Hafenstadt, wo wir dann rüber pilgern. Oh oh. Oh, wir haben es zum Glück vor den Invecos geschafft. Sehr gut. Warum staut es hier so? Ist nicht so gut. Kommt doch nichts. Warum wahnsinnig? Wer ruft denn da schon wieder? Moment mal.